Ja, Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes und zwar die Tin. Ja, Leute, wir haben die Tin und das ist ja das Highlight des Jahres. Erstmal riesen Dank Konami, dass ich ganz so früh öffnen darf. Und es ist natürlich 25 Jubiläum, deswegen gibt es hier eben auch verschiedene Charaktere drauf und nicht nur irgendwas anderes. Und besonders noch, es gibt hier gewisse Karten, die man theoretisch ziehen kann. Und wer da schnell rüber geht, was ist da denn? Was ist da denn? Da ist ein schwarzer Rosendrachen und wir wollen ihn ziehen. Also ist ja klar, ne? Also schwarzer Rosendrachen ist meine Lieblingskarte. Dementsprechend wollen wir das Ganze ziehen. Ja, es gibt ja noch einige Veränderungen. Zum Beispiel gibt es hier zwei Prismatic Secret Rares. Nicht nur einer. Dementsprechend wollen wir das Ganze gucken. Und natürlich auch wieder 25-jähriges Secret Rare ist hier ebenfalls drin. Und ja, das ist natürlich immer das Tolle, wenn man gerade die Fingernägel geschnitten hat. Warte, muss man das mal hier aufmachen. So. So. Genau. So, öffnen wir das Ganze. Und was haben wir hier? Ui. Also, nächstes einmal, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich erst, das Ganze ist irgendwie aus Pappe oder so, dass das hier Pappe wäre, aber ist es nicht. Finde ich super. Sieht sehr nice aus. Also, sieht wirklich hübsch aus. Und, oh, wie? Liegt schon offen? Wie? Was ist das denn? Oh nein! Okay, sie liegt schon offen. Hier haben wir wieder die besondere Secret Rare und sieht natürlich toll aus. Die ganze Karte glitzert quasi. Ich weiß nicht, kann man das hier besser einfangen? Draußen ist sehr viel Licht. Dann haben wir noch die Softboxen dran. Ja, man sieht sie auf jeden Fall. Sehr nice. Und ja, ihr kriegt eben eine von diesen hier. Und ja, wir haben jetzt hier natürlich Serengrade bekommen. Wie gesagt, ich hätte gern Cyberdrachen bekommen oder natürlich den schwarzen Hosendrachen. Aber man kann nicht alles kriegen. So, wie immer, drei Packs und unten ist nichts drin. Wichtig, immer checken, ob unten was drin ist oder nicht. Und wie immer, ich kenne nicht alle Karten hier aus dem Set. Ich kenne ein paar. Also ich weiß eben, dass hier eben diese ja, Promokarten drin sind. Finde ich sehr cool auf jeden Fall. Endlich mal wieder Promokarten und ist natürlich für Sammler jetzt definitiv. Und dann eben diese drei Karten, drei Booster, genau, Karten. Wie immer, sie sind etwas dicker. Also da sind mehr Karten drin als nur neun. Und wie gesagt, zwei Prismatic Secret Rares. Und ich mag den Prismatic Rare Secret Rare Effekt sehr, weil er ist sehr hübsch einfach. Also er ist wirklich sehr hübsch. Und wir fangen hier an mit Brillante Rose. Man muss erstmal sagen, es wurde ja schon bereits angekündigt, welche Karten hier drin sein können, zum Teil, also aus welchen Sets. Aber wie immer gibt es auch ein paar Überraschungen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir eben ein paar Überraschungen haben. Und ich muss sagen, es gibt ein paar, weil ich meine, also bekannt ist, dass von Power of the Element, meine ich, ne? Genau, Element ist nicht drin. Und ja, wir werden sehen, ob das Ganze dann eben hier drin sein wird. Doch noch Karten daraus. Was hier drin ist, ist das Battle of Cards, Dimension Force, Darkwing Blast, Tactical Masters und The Grand Creators. Also daraus werden Karten hier garantiert drin sein. Und sind wir mal gespannt, ob wir eben dementsprechend ein welche ziehen werden oder nicht. Eisjade hier auch drin. Eisjade ist doch überraschend. Ne? Also ich habe ja immer Eisjade so abgetan, so von wegen, so, ja, okay, ne? Aber es gibt einige, die gerne Eisjade spielen. Ist verrückt auf jeden Fall. Raubpflanze hier auch drin. Und ja, jetzt kommen wir die erste Super Rare. Rauchmoskito. Auf jeden Fall eine lange Nase. Dann haben wir hier Ultra Rare, wie gesagt, ne? Also man kriegt immer eine Super Rare pro Pack, eine Ultra Rare oder zwei, ne? Zwei Ultra Rares, dann eines. Secret Rare. Labyrinth und Weltrache. Das finde ich interessant übrigens. Also normalerweise ist es ja so, dass Karten, die hier neu drin sind, eben eine unterschiedliche Rarität bekommen. Also ist nicht immer so, aber halt öfters so. Und er hier eben ist Secret Rare und wieder Secret Rare. Finde ich nice. Und dann gibt es natürlich auch ein Rare. Ja, in Hauptsets gibt es keine Rares mehr, aber hier drin schon. Und wir haben hier schon halben Labyrinth-Core, ne? Wir haben hier Kuckuck. Wow, noch. Passt, ey, ohne Witz. Wir haben gleich Labyrinth komplett. Oh, nochmal Labyrinth. Nehme ich mit. Also Labyrinth einfach gleich komplett. Würde ich mitnehmen. So, machen wir das zweite Pack aus. Und das zweite Pack. Mal gucken, was sehen wir da Schönes. Wir haben Schreckenslaue, Labyrinth, Brilliant Rose. Nochmal. XX Ausschluss. Ja, ne? Warum nicht? Schreckenslaue nochmal. Und, Dinomorphia in Super Rare. Also ich muss sagen, Dinomorphia von Artworks. Super hübsch, dagegen spielen. Wenn die jetzt mal in Fahrt kommen, da habe ich keinen Spaß. Da denke ich immer so, oh mein Gott. Fum, Ultra Rare. Schick, 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 schick. Gefällt mir auf jeden Fall. Oh, Dinomorphia reich. Hier in Ultra Rare. Dann haben wir jetzt Secret Rare hier. Plant. Boah, es sieht so hübsch aus. Ja, Leute, ne? Es ist der Secret Rare Effekt. Also, man sieht es hier nochmal. Ich liebe diesen Secret Rare Effekt. Der ist so hübsch.
Jetzt mal ein bisschen anders als innen als der normale, ne? Ist im Prismatic Secret Rare. Sehr hübsch, gefällt mir sehr gut. Und Mariko, Magie Kuribo. Auch hübsch. Und DDD und Psi-Verbund. Runisch, von, ich glaube, Rare zu Common. Seht ihr, unterschiedliche Rarität, zu zwei Secret Rares. Und, ja, wollen wir mal gucken, was hier denn Schönes im letzten Pack drin sein wird. Ah ja, schöne neue Karte. Also die Karte ist natürlich inspiriert von einer anderen Karte. Und jetzt eben hier draußen finde ich auch sehr schön. Zombie-Wiedergeburt. Ich weiß gar nicht, ist die Slendy? Ich glaube, die ist nicht aus dem Structure Deck. Probe Therion. Also Therion sind hier auf jeden Fall alle drin. Ein dunkler Vertrag. DDD Greif. Dinomorph. Ja, wir haben auch gleich komplett Dinomorph-Core hier. Dann nehmen wir... Amazonische. Ich muss sagen, der Secret-Effekt wirkt im Vergleich zu sonst auch ein bisschen anders. Täuscht, glaube ich, aber nur. Aber das Bild, vielleicht liegt es auch an dieser Karte einfach. Und, Kashtira Vorbereitungen in Ultra Rare. Nehmen wir mit. Kashtira, ja, aktuell auf jeden Fall noch ein Thema. Mal sehen, wie lange das so sein wird. Dann haben wir, Ariane, Librans Dienerin. Ja, und da sieht man den Secret Rare Effekt unglaublich gut. Unglaublich gut. Also, ich finde den Effekt so schön. Bei der Karte, also er ist wirklich gut gelungen, der Effekt. Sieht sehr gut aus. Und letztes Secret Rare ist... Oh, runische Spitze! Sehr, sehr schön. Sogar noch ein Upgrade, ne? Nee, Ultra? War die Ultra oder Secret Rare? Weiß ich gerade vorher nicht. Aber auf jeden Fall auch sehr hübsch. Hier ist es natürlich der Effekt, man sieht ihn dezent. Also er ist dezent, obwohl er sehr... Also eigentlich ist der Effekt halt sehr stark, aber hier ist er nur dezent drin. Liegt einfach daran, dass eben natürlich im Artwork das passt. Also das Schwert und die Formel ist eben dann mit dem Secret Rare Effekt, der Rest nicht. Sehr hübsch auf jeden Fall. Sehr hübsch, natürlich super gute Karte. Markierte Wiedergewinnung als Rare dann noch. Wiedergabe, Librance. Ja, let's go. Kompletter Core. Haben wir aber komplett. Und edle Ritter. Ja. Oh, jetzt habe ich die Secret Rares hier zur Seite gepackt. Jetzt habe ich hier alles nicht eben zusammengepackt. So. Ja, also wir haben ja... Komm, wir gehen einfach nochmal alles durch. Warum denn auch nicht? Denn, ja, wir haben hier halt drei Booster. Die können wir auch nochmal in Ruhe alle eben hier nochmal durchgucken. Und zu guter Letzt dann eben die Secret Rares nochmal durchgehen. So, schön hier nochmal. Wir sehen hier alle Eisjade. Ja, auch hier eben... Also, ist gut. Ist wie immer, ne? Es ist die Tin. Wir haben markiertes Ungeheuer. Allgemein, wir haben ja auch natürlich die Bestials drin. Davon haben wir jetzt leider keinen gezogen, aber ja, es ist halt nice. Also, Tin einfach jedes Jahr, super Set, kommen eben die Karten nochmal, die man bereits kannte. Und ja, ist dann halt eben alles in einer Box. Was will man mehr? Hier haben wir nochmal Rare, nochmal hier Ultra Rare, auch sehr hübsch natürlich. Dinomorphia. Therion. Ich liebe Therion. Therion so an sich. Ich finde schade, dass Therion nicht so viel Play sieht. Vielleicht in Zukunft vielleicht. Man sieht ja doch den einen oder anderen natürlich zum Beispiel in Rika bzw. Sun Avalon drin. Aber dann, ja, nur halt zwei, drei Karten. Wäre cool, wenn hier wieder eine große Engine irgendwo drin wäre. Und dann kommen wir natürlich gleich zu den Secret Rares. Was natürlich hier ein bisschen die Highlights sind. Natürlich Labyrinth. Und Ariane, ist echt ironisch, dass ich hier die gezogen habe. Dann Planet, runische Spitze, Magikoribo und Weltmeerdrache, der einzigartig seiner Art ist, denn er braucht nur ein Effektmonster als als Link 4 Monster und kann halt eben über ein anderes Link 4 Monster gelegt werden. Also kannst du ihn dafür benutzen. Sehr, sehr nice. Ja, Leute, das war dann auch schon hier das Opening von der Tin. Ist wie gesagt eine Tin natürlich. Wie gesagt, drei drin. Und natürlich, nicht zu vergessen, eine Promokarte. Ja, natürlich, jeder hat da sein Favorite. Der eine sagt, boah, super, ich hätte die auch gern gezogen wie du. Der andere sagt, ja, ich hätte gern die und die und die. Das halt immer so, aber es gibt ja nicht nur eine. Man kann sich ja noch mehrere holen. Und vielleicht ziehe ich ja nochmal dann den schwarzen Rosendrachen oder eben dann den Zeitplan. Wir werden sehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.